So Leute, hier bin ich wieder bei einem neuen Video. Heute sehen wir uns mal zwei Charaktere an, die ein neues Moveset haben. Heißt also keine neuen Attacken, sondern neue Angriffsart, die es nicht so in diesem Spiel gibt. Ja, wie gesagt, seid ihr gespannt, wer es ist. Also ich kann es euch schon mal so sagen, es wären Vegetto und B, Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin. Und ja, wie gesagt, geile Charaktere, kann ich schon mal so sagen. Wir werden erstmal mit Super Saiyan Gott Evolution Blue Vegeto kämpfen und danach eine Runde mit Goku. Und danach gehen wir natürlich noch im Fotomodus. Ich hab Bock, die beiden zu spielen. Also, der Vegeto hat echt coole Moves. Und ich liebe Modder, die so welche Arbeiten machen. Das ist echt krass. Wirklich echt. Hammer. Weg. Verdammt. Ach ja. Oh, die Attacken sehen so cool aus. Upsache, was mache ich da für ein Blödsinn? Okay, jetzt keinen guten Limitbrecher, schade. Stimme ich gerade echt schlecht an. Oh, schöne Attacke. Come on. Wie gesagt, ich trainiere momentan nämlich im Fighters. Im Dragon Ball Fighters. Und ich habe gerade echt die Fighter-Story im Kopf. Okay, aber wir haben doch irgendwie geschafft. Wie gesagt, alle anderen Attacken sehen wir uns gleich dann nochmal im Fotomodus an. Aber wir gehen jetzt erstmal rüber zum das heißt Blue Evolution, der auch echt coole Moves hat. Ja, wir waren hier, genau. Wie gesagt, der Son Goku gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Also ihr dürft natürlich auch entscheiden, wem euch besser gefallen hat. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare dann schreiben. Ja. Verdammt. Ah, come on. Mann, ja, ausweichen. Oh Mann, ey, ich habe echt die ganze Zeit die Fighters-Steuerung im Kopf. Das ist echt scheiße. Au. Oh, verdammt. Naja, besser so.
Und das war so, dieser Son Goku ist so cool. Wenn man seine Attacken natürlich hinbekommt, das ist nicht gerade einfach. Natürlich habe ich mich jetzt auch gerade echt dämlich angestellt. Gebe ich natürlich auch zu. Aber sonst ist der Goku eigentlich echt geil. Oder der Vegeto. Die sind gut, also verdammt gut gemacht worden. Und wir gucken uns die beiden jetzt nochmal eben im Fotomodus an. Genau, da ist er schon. So, wir nehmen auch direkt beide. Und wir gehen natürlich wieder hier hin. Und ja. Blue. So. Wie gesagt, er greift halt. Der war jetzt halt die ganz normale X-Kombo beziehungsweise die 4-Kombo. Das ist halt die ganz normale Y-Kombo, wie man die auch nennt. Finde die echt verdammt cool. Also ich finde es echt cool, also diesen Vegato. Der sieht echt schön aus. Naja. So. Und viel Schaden macht er auch noch. Wie gesagt, seine Attacken sind halt Final Kamehameha. Und natürlich das Geisterschwert. Wie gesagt, das Son Goku gucken wir uns jetzt auch eben schnell an. Der gefällt mir doch irgendwie persönlich besser von den Moves. Und das Warp kam ja mehr halt drauf. Sonst eigentlich ganz normale Attacken. Aber wie gesagt, diese Moves gefallen mir halt persönlich am besten. Das ist echt geil, dieses Son Goku. Aber wie gesagt, der Vegeto ist auch nicht schlecht. Also sind beide Custom. Das hier vor allen Dingen gefällt mir richtig gut. Und ja, wie gesagt, ich beende jetzt auch schon das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.